Das ist einfach nur wirklich unlogisch jetzt. Also, wir hatten gerade so einen Code. 0108. So. Ja, die Tür ist durch einen digitalen Code verriegelt. Wie können wir... Moment. Ach so, okay. Versuchen wir mal 0. 1. 0. 8. War der Code? Ja, genau. Die Tür ist jetzt offen. Okay, dann werden wir nun hier durchgehen. Oh Gott, fass uns nicht an, klar? Wer einer stirbt von uns, dann hau ich dir die Fresse ein. Lass uns in Ruhe. Oh Gott, das sind ja gleich zwei. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, schnell die Herzen aufsaugen. Niu. So, jetzt rutsch mal. Es ist nur gerade scheiße, dass wir nur ein Serum haben. Mist. Die Heilung ist wirklich zu kurz. Benutzen wir es selber. Okay, weiter geht es. Dann gehen wir mal hier durch. Wo sind wir hier gelandet? Okay. Ein Bett. Ein einfaches Zimmer. Was? Was? Loslassen? Ziehen? Hä? Ja, toll. Was muss man denn hier machen? Hier kam noch eben gerade so eine Schrift. Was? Moment. Das ist wirklich einfach nur verwirrend. Ah, okay, ich kapiere. Moment. Ui, was habe ich denn jetzt gemacht? Nehmen? Yeah, wir haben den kleinen letzten Schlüssel. Das heißt, wir können nun schauen, was es dort drin in der geheimen Zauberkiste gibt. In der geheimen Geheimnisbox. Da, wo nur geheime Sachen drin sind. So, aber vorher schauen wir mal kurz hier. Du musst die Karte zweimal durch das Lese... Was? Durch den Leseschlitz ziehen, um die Tür zu öffnen. Benutzen. Zwei Karten brauchen wir. Dieser Raum ist verschlossen. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Ganz einfach und simpel. Wohin guckt er eigentlich? Ein Wagen mit schmutziger Wäsche. Ja. Okay, das. Ach so, hier gibt's Schrotflintenmuni. Gut, das ist toll. Was war. Was? Ein weiterer Bericht. Fall Creek Campus wird von einer kollektiven Psychose geplagt. Die psychische Qual ist seltsamerweise widersprüchlich. Einerseits verursacht sie tiefsitzende sexuelle Beklemmungen und andererseits einen hyperaktiven Geschlechtstrieb. Die Studenten verlieren ihre Orientierung und sind zwischen ihren Ängsten hin und her gerissen und haben einen unersättlichen Appetit auf Sex. Manche haben sich wiederholende Albträume, die primitive und gewaltsame Emotionen ihres Unterbewusstseins hervorbringen. Wow, was das alles für Symptome sind. Das ist wirklich merkwürdig. Aber okay, werden wir erstmal nun hier zurückgehen? Was? Die Tür ist von innen verschlossen? Von welcher Tür kamen wir denn? Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Dieser Schrank ist fest verschlossen. Schade. Der Aufzug steckt fest. Irgendetwas klemmt dahinter. Von wo kommen wir hier eigentlich? Hä? Die Tür ist von innen verschlossen. Ich glaub's nicht. Wir verlaufen uns in einem Krankenhaus. Ja? Gut, laden wir das nun erstmal hier auf. Es können keine Patienten hier sein, die Tür ist verschlossen. Ich bin gerade so verwirrt und einfach nur dumm, wirklich. Ich weiß gar nicht, von wo wir kamen. Kamen wir von hier jetzt oder was? Ja, gut, okay. Gut, dann müssen wir zurück hier hingehen. Und yeah, alle drei Schlüssel. Sesam, öffne dich und da-dam, bam, eine Armbrust haben wir nun. Schnell ins Inventar reinglupschen. Eine Armbrust, Armbrust, die hat nur zwei Schuss, das heißt, die werden wir uns natürlich aufheben für irgendeinen Bosskampf oder so. Die Schrotflinte werden wir mal
Na, nicht auf Platz 4, sondern. Ach, scheiße! Hier auf den dritten machen. Kettensäge, Kettensäge. Ja, von mir aus, Amy, kannst du auch die Kettensäge benutzen. Gut, dann wäre das alles geklärt erstmal. So. Dann geht's natürlich vollkommen weiter hier in diesem Horror-Szenario. Hier in dieser Tür waren wir schon drin. Waren wir? Nee, waren wir nicht. Oder? In welcher waren wir denn drin? Geht's überhaupt hier rein? Das ist die Frage des Lebens. Die Masterfrage. Nee, hier waren wir noch nicht. Hier haben wir Pistolenmunition. Schauen. Ein Gemälde von schlechtem Geschmack. Naja, Geschmackssache. Ich will nicht im Bett sterben. Zumindest nicht so. Das ist eine Leiche im Bett. Boah. Selbst hier bricht es schon aus, diese Krankheit. Das ist ja scheiße. Was stand denn hier gerade? Gut, okay. Wie bitte? Die Tür ist blockiert? Na, das ist ja super lustig. Dann können wir dieses Fenster nun kaputt zerschlagen. Autsch. So. Weiter geht es. Die Tür ist auch blockiert. Hier kann man nach unten gehen. Springen. F. Okay. Zur Seite springen. Yeah! Nichts ist besser als fliegen. So. Oh Gott. In Wirklichkeit habe ich irgendwie Höhenangst. Und die Perspektive wird hier übertrieben. Scheiße. Extra mit... Der Kameramann ist wirklich doof. Der kriecht ein bisschen die letzte Ritze rein. So. Höhö, ich habe Ritze gesagt. Ach so, du bist auch noch da? Ach, hätte ich jetzt irgendwie glatt vergessen. Wo bist du denn? Siehst du, ich sehe dich nicht mehr. Nein, du bist aus Luft. Drehen. Öffnen. Leertaste. Gut. Drücken, also wir drücken jetzt ganz auf die Leertaste. Und wie wir sehen, öffnet sich dort unten dieses Teil hier, was sich komischerweise weiter bewegt. Spielen wir mal Amy. Versuchen wir mal jetzt zu diesem Teil zu kommen, wo sich das geöffnet hat, damit wir dort durchgehen können. So. Die Tür ist auch blockiert. Ach, wie ich mich freue. Ich liebe den Satz, die Tür ist blockiert. Genau, jetzt können wir sie nämlich hochheben. So, wen spiele ich denn jetzt? Ach so, nee, die möchte ich nicht spielen. Ich will den hier spielen. Corey ist toll. Wie ein Proll. Das hat sich gereimt. Yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe ich mich gerade erschreckt. Oh mein Gott. Nee, okay. Was benutzen wir jetzt? Was benutzen wir jetzt? Nummer 3. So, Nummer 3. Hey, lass mich los. Lass mich los. Lass uns los. Hallo, ich glaub's ja nicht. Helf mir mal mit. Hallo. Oh Gott, ich glaub's nicht. Was ist nur hier los? Lass mich mal durch. So. Wir benutzen die Shotgun. Wer? Du krallst uns wieder. Mann, es ist so doof, wenn man auf zwei Menschen aufpassen muss. Meine Fresse. Wenn ich jetzt abkrepel, dann hau ich das Spiel so sehr in die Fresse rein. So. Okay. Ein richtiger Bossfight hier, oder wie jetzt? So. Lass mal Amy in Ruhe, hallo. Boah, ey. Diese kleinen Spinnen, die gehen einen echt auf den Sack. So. Okay, gibt's sie hier sonst noch irgendwo? Scheiße, tut mir leid, wir haben gar keine Heilung mehr. Scheiße. Das ist wirklich kacke. Das ist B-U-L-L-S-H-I-T. S-H-I-T. Shit. S-H-I-T. Shit. Die Betten sind leer. Die Patienten müssen evakuiert oder gefressen worden sein. Das ist eine tolle Nachricht. Boah, hier kommt so richtiger Bossfight auch noch hier auf uns zu. Alles voll mit Blut. Das Spiel ist wirklich gut gemacht. Jetzt sind wir hier in einem Krankenhaus. Und wie wir sehen, hat es eigentlich die ganze Stadt, das ganze Fall Creek-Teil betroffen. So. Da ich so nett bin, heile ich dich jetzt.
Gut, danke, danke, danke. Schauen. Hier stand doch gerade im Schauen. Gut, er möchte nicht schauen. Ja, überall sagt er dasselbe. Das ist irgendwie lustig. Liegt hier dahinter noch einer oder wie? Ne, okay. Gut. Ja, ein Speicherpunkt. Woohoo! William Klingemans Magnetpass. Noch einer. Wir haben doch schon einen. Okay, Leute. Magnet, Magnet. Ja, gut. Dann denke ich mal, dass wir nun hier das letzte Mal speichern werden. Berühren. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. So. Werden wir es auf dem 5. Speicherplatz speichern? Gut, okay, Leute. Dann denke ich nun, dass diese Blume ist sonderbar. Ach, nee, gut. Dann denke ich, dass das Folge 4 von Let's Play Obscure 2 war. Diese Folge hat mir wirklich Riesenangst eingejagt jetzt irgendwie. Mit Riesenahnungslosigkeit und Sprachfehlern wie immer. Also wie immer ein toastbrotartiges Let's Play. Gut, Leute. In der nächsten Folge werden wir dann weitermachen und weiter durchs Krankenhaus rumwatscheln und rumwuseln. Dinge erkunden und natürlich versuchen, die anderen... Ich glaube, wir müssen den Biologielehrer jetzt unten im Hof treffen oder so. Und ja, natürlich werden wir weiterhin ums Überleben kämpfen. Ja, super toll. Und wir haben jetzt eine neue Armbrust. Yeah, jetzt freuen wir uns alle super toll wie ein Pfannkuchen in der Kloschüssel. Und ja, Moment. Die können wir jetzt auch wieder wegpacken. So. Ja, alles muss seine Ordnung haben, Leute. Sonst kommt man hier völlig durcheinander. Genau, gut, das reicht dann jetzt auch. So, Leute. Okay. Dann war das nun Folge 4 von Let's Play Obscure 2. Und ich wiederhole mich. Dann sag ich ciao. Das Toastbrot sagt ciao. Corey White sagt ciao. Und Amy sagt ciao. Indem sie beide in Kampfrichtungen sind. Die drehen sich beide sogar gleichzeitig in dieselbe Richtung. Das ist die neue Choreografie von ihnen. Seht mal. What a feeling. Die tanzen zusammen. Einer läuft nach vorne. Laufen beide nach vorne, oder? Ja, ich wusste es. Seht ihr? Die drehen sich sogar gemeinsam. Wie machen die das bloß? Nein, Scherz. Gut, Leute. Bis dann. Hakuna Matata. Boah, der toll. Jetzt suche ich gerade die Endtaste. Okay, jetzt habe ich sie wieder. So, bis dann. Ciao.